Trauer und Wut in Würzburg. Nach dem Messeranschlag sucht die Polizei weiter nach den Hintergründen der Tat. Aufschluss erhoffen sich die Behörden durch die Auswertung von zwei Handys des Verdächtigen. Der 24-jährige mutmaßliche Attentäter aus Somalia sitzt in Untersuchungshaft. Es soll eine Persönlichkeitsstörung vorliegen. Der Mann war zeitweise in der Psychiatrie. Religiöser Fanatismus als Tatmotiv wird ebenso wenig ausgeschlossen. Dem Landesinnenminister Joachim Herrmann zufolge gibt es Indizien dafür, dass es sich um einen islamistischen Anschlag handeln könnte. Der Verdächtige hatte laut Polizei am Freitagnachmittag in der Innenstadt drei ihm offensichtlich unbekannte Frauen getötet. Zudem verletzte er drei weitere Frauen, ein Mädchen und einen Jugendlichen lebensgefährlich mit einem Messer, sowie einen Mann und eine weitere Frau leicht. Ob der 24-Jährige gezielt Frauen töten wollte, blieb ebenfalls unklar.